So, Leute, da sind wir wieder. Euer Räumler im Liederfrieder. Wir sind mittendrin statt nur dabei und wie wir sehen, sehen wir ein Xerion. Und wir sähen wunderbare Sonnenblumen aus. Warum? Weil Öl richtig Geld bringt. Und alles andere haut mich nicht vom Hocker. Natürlich ist alles andere auch nicht schlecht und besonders nicht, wenn man die Kamera auch aufmacht. Aber Öl bringt eben halt mit am meisten. Und wir sehen jetzt schon gleich, das zeigen wir gleich, wenn ich die Fahrtrichtung hier gewechselt habe, wie viel da verbraucht wird. Das ist halt das leidige Problem. Und deswegen, das geht halt rasend schnell weg und Sonnenblumen ist halt auch nicht sonderlich effektiv. Da kommt nicht viel bei rum. Deswegen müssen wir große Flächen damit anbauen. Wir müssen natürlich auch, grundlegend wäre es jetzt natürlich falsch, weil wir hier erst Mais drauf hatten und beide Pflanzen sind, glaube ich, so für den Fruchtwechsel hintereinander nicht wirklich geeignet, weil beide doch sehr nährstoffbedürftig sind. Aber wir machen es jetzt trotzdem und damit ist gut. Ich habe auch noch ein kleines Feld, was ich mit Sonnenblumen gerade mache. Was aber dann auch das letzte sein wird. Hier, dieses hier mache ich auch noch schnell mit Sonnenblumen. Dann habe ich das oben noch und das vor mir müsste ich ja nicht auch noch haben, ne? Eigentlich müsste das genauso noch da sein. Hier machen wir mal wieder Weizen. Das ist ja wie mit Martina besprochen. Die hatte ich übrigens gefragt und die hat gesagt, ja, man muss erst mulchen. Eine Scheibenegge ist nicht zerkleinerungsfähig genug. Die macht nicht genug kaputt. Deswegen habe ich hier gemulcht. Und jetzt habe ich den genialen Horschgrubber, der auch säen kann dran. Wird bei dieser großen Fläche im Moment dauern, aber wir haben immerhin der Grund, warum ich es mache, wir haben zwei Arbeitsschritte in einem. Und das finde ich nun wiederum gut. Ne? Da, für sowas bin ich immer zu haben. Und 15 km/h geht gerade noch, sage ich mal. So, jetzt können wir uns mal die anderen überlegen. Zweimal Sonnenblumen, Raps kann ich nicht mehr anpflanzen. Können wieder gestern Hafer machen wegen Körnern. Jetzt haben wir sowieso nur noch große. Aber das ist auch nicht schlimm. Da hauen wir jetzt mal einen weg. Uns mal überlegen, ob wir jetzt das Feld hier nebenan machen oder das, was haben wir hier jetzt, so ein Raps geht nicht, logischerweise. Weizen, wir brauchen halt auch für die Hühner. Das hilft nichts. Es wird wieder das Problem sein, dass ich wieder keine Möglichkeit haben werde. Hier haben wir so ein schön gedödeltes Feld. Wir müssen mal eben gucken, ja, was wir in diesem Monat noch anpflanzen können. Muss mir auch mal überlegen, ob ich mit dem Geld, was ich habe, nicht noch zusätzlich irgendwo ein Linksfeld kaufe. Finde ich ganz erwisch. Na. Wir fangen erstmal auf diesem Feld an. Alleine auch schon wegen dieser Ecke hier unten. Und diesmal machen wir es nämlich genau andersrum. Wir fangen erstmal auf dem Feld hier an. Irgendwie ist das andere, das habe ich so liebevoll gepflügt.
ich will da jetzt nicht einfach irgendwas drauf anpflanzen. Ne? Das ist, ich finde, das muss gut überlegt sein. Ne? Ja, da hat die Martina mir wieder ganz toll geholfen. Das, obwohl sie sicherlich ein stressiges Wochenende hatte mit den Vorträgen, wo sie auch wieder gewesen ist. Und trotzdem hat sie mir noch schnell geantwortet. Das fand ich super nett. Das ist, ja, ist halt eine ganz liebe junge Frau. Da geht kein Weg dran vorbei. Das ist wirklich top. So, fährst du gerade? Sieht so aus, ne? Ja, fährst du. Gut, dann ist damit das, ja gut, Unkraut müssen wir ja eh wieder machen, Walzen müssen wir danach auch noch, müssen wir im Endeffekt alles machen, außer auf den Sonnenblumenfeldern. Jetzt müssen wir schnell mal eben einmal zu dem Dings gucken, der hat aber wahrscheinlich schon gewendet oder er hängt. Er hat gewendet, das wollte ich eigentlich vermeiden, eigentlich wollte ich hinten auch eine Bahn querfahren. Aber egal, dann muss er jetzt erstmal so weiterfahren und irgendwann wird er hängen bleiben, da werde ich drauf. Und hier machen wir jetzt Weizen und dann mal überlegen. Eben ist auch ein Feld über, ne? Da unten, wie gesagt, werden nochmal Sonnenblumen gemacht. Das andere ist schon Weizen. Das hier ist jetzt auch Weizen. Es gibt nichts, wo ich... C hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ach ja, das typische leidige Problem auf diesem Feld. Dann machen wir es gleich so, dann fass mir an die Füße, dann kriegst du jetzt die volle Ladung. So, dann machen wir das hier, einmal quer rüber. Schön, schön. Schön, schön. Machen wir es hier einmal quer rüber und dann machen wir gleich die Bahn nach hinten quer und dann arbeitet er sich auch wieder bis zur Mitte. Vorteil bei diesem Ding ist ja eben halt auch wirklich, dass er düngt gleich mit. Die macht halt beides gleich. Dementsprechend dürfte dieses Feld dunkelblau sein. Mach's. Läuft gerade gut. Hier haben wir halt, wie gesagt, jetzt, nachdem wir gemulcht haben, ne, dauert halt jetzt ewig. Ne, geht kein Weg dran vorbei. Ne. Das wird bei dieser Feldgröße jetzt wirklich... Ne, schon lange dauern. Ne. Jetzt müssen wir trotzdem noch eben überlegen. Überlegen. Hier den Bremse gleich aus und fahren hinten die Ecke schon mal einmal vor. Na, da braucht noch ein bisschen. Einen Traktor haben wir noch. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Traktoren angelangt. Ne? Und ich habe hier, wie ihr seht, auch noch eine zweite Hütte gebaut, ne? Weil hier noch ein paar mehr Fahrzeuge ja gekommen sind. Das ist nur der Flug. Ich habe keine weitere Saatmaschine. Doch hier. Ich habe noch eine Saatmaschine. So, auch eben halt hier. Das ist aber noch eine Saatmaschine, die ist ohne Grubber. Aber es ist halt eine Saatmaschine. So, und können wir Soja schon pflanzen? Sojabohnen können wir noch nicht pflanzen. Wir brauchen aber auch Hafer und alles sowas. Ach Leute, was wir nicht alles brauchen. Eigentlich brauchen wir Massen an Weizen. Weil ich meine Ruhe haben will mit meinen... mit meinen Dings. Raps wäre mir natürlich theoretisch noch lieber gewesen. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist...
glaube, wir haben kein Dings, ne? Fällt mir gerade so auf. Wir haben kein. Boah, ein Weizen, das hilft nichts. Da kommt auch nicht so viel rüber. Und alles, was über ist, können wir im Notfall auch in die Mühle tun fürs Mehl. Ne? Also macht jetzt auch nicht den Riesenunterschied. Ne? Ich habe mal wieder einen Blick auf die Uhr geworfen, nicht, dass es wieder Beschwerden gibt, dass die Folgen zu lang sind. Im Endeffekt müssen wir das so machen. Ja, und finanziell geht es uns wirklich gut. Und ich habe diesen Monat noch nicht mal verkauft. Ne? Also das, was da oben steht, ist vom letzten Monat. Ne? Öl bringt halt wirklich was. Das Problem ist nur, wie gesagt, wir haben definitiv zu wenig Raps angepflanzt. Ne? Raps, das war sein letztes Wort. Ja, soll er mal ruhig so machen. Das stört mich jetzt nicht hier. Sehr gut. Ja, der wird Tage und Nächte brauchen. Jetzt wird er schnell, der wird bestimmt wieder zu spät, ne? Egal, soll er machen. Aber was mir jetzt immer noch fehlt, also erstmal fehlt mir jetzt ein Fahrzeug, um dahin zu fahren, wo ich hinfahren will. Nee, fehlt mir gar nicht. Habe ich. Weil hier ist ja auch nichts gepflanzt, ne? Das ist ja auch noch frei. Also wir wirklich überlegen. Ich bin jetzt wirklich am Überlegen, weil Sonnenblumen bringen halt Massen, also bringen halt nichts im Sinne von nichts im Sinne von Dings hier, von hoher Ausbeute. Aber sie bringen halt Massen an Geld. Das ist auch noch einfach gedüngt. Gut, das ist jetzt nicht mein Problem, weil das Problem wäre, also ich müsste mir jetzt eine Maschine, ich müsste beides mieten oder kaufen halt. Maschine würde ich mieten. Theoretisch könnte ich auch hier ihn hier nehmen. Viel mehr werden wir für eine Dings nicht brauchen, oder? Für eine Einzelkornsaatmaschine. Dann muss der jetzt mit herhalten. 350, ja locker. Leisure. Mieten, ja. So. Dann müssen wir das mit dem machen. Das ist eine gute Idee. Ich meine, der muss hier ja auch nicht unbenutzt rumstehen. Ne? So ist es ja nicht. Ne? Und nur weil er hier Forstausrüstung hat, heißt es ja nicht, dass er nicht arbeiten kann. Ne? Dahin. Kann man auch irgendwie, kann man auch eine Schnellreise dahin machen. Ne? Mit der Figur irgendwie. Ne? Kann man das nicht? Rechte Maustaste? Nee. Ich dachte immer, man kann da Schnellreise hin machen. Muss ich da dahin gehen? Besuchen. Ah, so war das, genau. Da war es. Ich wusste es. Ich benutze das fast nie. Das war der Punkt halt. Ist das Flüssigdünger? Perfekt. Können wir schon mal da hinstellen. Saatgut steht hier auch noch rum. Das wird aber besser. Da haben wir ja schon fast alles. Also zum Grundauffüllen reicht das. Und da das eher nur eine Mietmaschine ist, füllen wir es damit auf und dann ist gut. Was wollen wir mehr? Ma-u-am. Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Warum nicht? Schmeckt doch lecker. Ja, aber jetzt nicht. Der Nachteil ist hier, was ich immer feststelle, und da müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr die Fahrzeuge beladet, also wenn ihr diese Karte benutzt mit den Mods von Fed Action, dann kann es euch passieren, dass
es zu schwer wird, wenn ihr die normalen Ladefunktionen benutzt, also die möglichen Lademengen da drauf tut. Das ist halt ein echtes Problem dann. Das hatte ich jetzt nämlich ein paar Mal schon. Ich hätte jetzt auch mit dem großen Hänger hier, mit dem langen, der hier unten steht, der hier zum Hof gehört, hatte ich es mal wieder, dass er dass dann auf einmal der Hänger hinten hochgekommen ist und nur auf der Vorderachse lief, weil es zu viel war. Und hier nicht wundern, die Millionen kommen, weil hier eben Salat ausgezahlt worden ist, ne? Und hier ist diesmal gar nichts, ne? Also da sehen wir schon mal, also hier werden wir diesen Monat nicht so viel einnehmen, was aber auch grundlegend nicht schlimm ist, weil wir werden auf dem anderen Ding richtig einnehmen wieder, ne? Öl ist natürlich wieder on the run, ne? Und Brot müssen wir eh wegfahren. Wir können uns kurz überlegen. Können wir kurz gucken, wo es am besten geht. Eier sind 2,5, 82, 2,6, 14 habe ich nicht. 2,5, 56, ja komm. Aldi, Waldi. Treffen uns alle bei Aldi. Das Öl fahre ich da auch rüber. Ziel setzen. Zack, zack. So. Und ihr seht, also wie gesagt, es ist immer gut zu tun. So, er ist auch da. Sehr schön. Es ist halt gut, wenn man im Endeffekt. Sieht man hier dran, ist es gar nicht schlecht, wenn man noch einen Trecker in der Hinterhalt hat. Ne? Das ist, ne, der ist halt, der kann im Endeffekt auch super arbeiten. Und nur zum Grubbern muss ja auch nicht sein. Ne? So, das ist jetzt der Dünger. Reicht vollkommen. Na komm. Reicht nicht vollkommen. Wir kaufen mal noch mal eben zweimal Saatgut. Schiebt was drauf. Ich hätte die Maschine auch einfach kaufen sollen. Wir werden sie eh häufiger brauchen. Nehmen wir noch mal einmal Flüssigdünger dazu. Schadet nichts. Flüssigdünger hätten wir jetzt auch noch im Hof stehen gehabt. So ist es nicht. Na? Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber bis jetzt, wie es ist. So. Wahnsinns geschützt und ich wette, mit dem Ding darfst du nicht schneller als 25 fahren. Wir könnten mal spaßeshalber gucken. Einzelkorn Saattechnik. Ich gehe mal davon aus, das ist eh der falsche, der ist das. Achso, steht hier gar nicht drin. Das ist immer nur die 18 Kamera, ist ja dann wieder die Ausbringgeschwindigkeit, oder? Nee. Doch, der arbeitet mit 18 km/h, aber ich gehe mal davon aus, dass mit diesen Reifen hier, mit den Rädern und auch der Länge, das ist ja auch eine Gefahr, die durch die Länge auftritt. Der nach vorne will hier, hinten hat er keine. Dann machen wir es mit ein paar Handblinker noch zusätzlich. Dann sind wir auf der sicheren Seite und können sinnlos mit der Quieke. Das ist echt so enttäuschend. Hier würde der Helfer sowieso nie vernünftig rumfahren. Weil solche Anfahrten macht er halt nicht. Ich kenne einen, der hat hier vorne doppelt gedüngt.
Deswegen ist es hier vorne braun. Nein. Da mal mit dem Gruber drüber gearbeitet. So, Sonnenblumen. Hier habe ich aber alles gemacht, also so wie es sein muss. Also nicht, dass hier irgendwelche Beschwerden kommen. Hier wurde alles vorbereitet, so wie es sein soll. Und Vorteil ist dann eben halt auch, wir haben dann hinterher wieder volle Düngung, wollte ich gerade sagen. Ja, volle Düngung haben wir auf jeden Fall. Und von daher, wie gesagt, alles gut. So. Sehr schön. So, jetzt können wir aber gleich mal hinten die Querecke machen. Auch wenn wir sie scheinbar nicht brauchen, weil da keine Ahnung, weil das immer nur mit anderen Fahrzeugen passiert, aber jetzt machen wir es einmal. Das macht für ihn das Lenken, das Wenden auch leichter. Von daher, wie gesagt, ach, ich liebe ihn einfach. Den, also Xerion ist sowieso, ne, muss ich auch wirklich sagen. Was Cooleres gibt es ja kaum. Ne? Also, den Gebelich damals sicher, oder jetzt die zwei Male der Ansgar mit seiner Trägertour, echt mega. Ne? Also, boah. Damit quer durch Deutschland fahren ist schon, ne, definitiv eine Ansage. Ne? Es gibt hier aber so Ecken, wo er es einfach nicht kann und deswegen, ne, wie gesagt, normalerweise, ich weiß nicht, ob das jetzt an dieser Kombi liegt. Mit den anderen Kombis hat er es bisher nicht geschafft, deswegen fahren wir ihn jetzt. Kann man auch darüber diskutieren. Ich hätte jetzt natürlich von der anderen Seite auch unten hochfahren können, also dann auch unten weiterarbeiten können. Will ich aber nicht. Ich will von hier oben runterarbeiten. Ich will gleichmäßig arbeiten können, damit ich, also wenn es geht, möchte ich eben halt immer eine von einer Seite abfahren, weil ich dann im Endeffekt auch mit den nachfolgenden Gerätschaften dann arbeiten kann. Gut, hier gibt es nichts, außer wahrscheinlich hinterher Dings hier, sag schnell. Boah. Ach, schon geil. Außer Herbizid wahrscheinlich. Masse. Fährst grad. Boah, ne? Ja, sieht gut aus. Aber offensichtlich mit ein bisschen viel Rand. Habe ich jetzt auch keine Lust mehr, das zu korrigieren. Also das ist mir jetzt auch völlig Muppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist jetzt... Ja, meckern auf höchstem Niveau. Also da müssen wir uns jetzt keinen Kopf drum machen. Wir sind jetzt bei 23 Minuten. Das heißt, ihr seid auch gleich wieder erlöst. Ihr habt dann genug langweiligen Kram geschaut. Stream tue ich ja momentan nicht. Jedenfalls nicht. Jedenfalls, nee, eigentlich im Moment gar nicht. Weil ich im Endeffekt auch viel zu viel sonst nebenbei gucke, selbst gucke, mich um tausend andere Dinge kümmere. Und dementsprechend streame ich meistens eben halt nicht. Aber jetzt, wie gesagt, machen wir es halt schnell hier. Gemeinsam. Ja, so ein Rand ist mir jetzt echt völlig mumpel. Das passiert mir echt wirklich seltenst. Ganz im Gegenteil. Normalerweise fahre ich halt mal mit vollem Überversatz. Aber dann ist es halt heute mal so. Ja, schönes Fahrzeug.
Auch die Farbgebung habe ich, glaube ich, sehr gut gewählt. Das ist schon sehr cool. Ich weiß zwar nicht, ob es sowas in der Landwirtschaft wirklich gibt, aber ich finde es cool. Ich finde die allerdings auch in Weiß cool, muss ich auch sagen. Also das ist das nur das normale Glasgrün, finde ich ein bisschen, naja, finde ich nicht so prall. Aber es ist Geschmacksfrage, bin ich mir sicher. Und ich bin mir eben halt auch sicher, dass man eben halt für jede Sonderfarbe auch im echten Leben eben halt Aufpreis bezahlt. Und ja. Wie beim Auto ja auch, ne? Da zahlst du ja auch für, ne? Also da muss ich auch, so großer Toyota-Fan wie ich bin, ne, muss ich auch sagen, es gibt Autos, da gibt es gar keine andere Farbe als Metallic, aber du zahlst für das Metallic dann trotzdem Aufpreis, auch wenn du gar keine andere Wahl hast. Das finde ich dann auch schon frech. Das finde ich, sollte dann wirklich im Preis mit drin sein. Gut, aber hier sind wir jetzt auch durch. Er arbeitet auch fleißig. Sehr schön. Er arbeitet auch fleißig. Dann müssen wir so oben den Dings dann die Querbahn noch machen. Und er ist gleich fertig. Jedenfalls, was das Hauptfeld betrifft. Da hinten müssen wir noch den kleinen Rand machen. Aber cool. Und er wird noch. Ja, die nächsten 2 Tage fahren, glaube ich. Aber wir machen es in Kombination, das dürfen wir halt nicht vergessen. Es ist halt alles nicht. Man sollte nie meckern. Weil, wenn es da ist, ist es da und dann kann man es auch machen. Ne? Ich bei den Autolodern eben halt auch, wo ich das erst mit dem Überladen gesagt habe, schade finde dann, dass man nicht einstellen kann, dass er nur einlagig packen soll, ne? Sondern dass man, wenn, dann müsste man die Paletten abgezählter hinstellen, und das ist natürlich blödsinnig, wenn man in der Industrie die Ausgaben hat. Aber gut, es ist halt, wie es ist. So, du kannst wieder zum Hof zurück. Jetzt geht es finanziell wirklich gut. Also wir können uns definitiv überlegen, ob wir noch zum Beispiel ein Rapsfeld uns irgendwo gönnen, ne? Wenn es ein vernünftiges gibt. Das ist ja auch noch der Punkt. Ich muss mal eben kurz gucken. Wenig, ich will Raps. Nicht gucken. Raps. Das sind meine beiden. Da unten ist eins. Und sonst haben wir keins. Das ist ja doof. Das ist ja echt doof. Das ist ganz schön wenig. Aber ich glaube, was kostet das? Ich mache das mal, wie so viele immer sagen, gönn dir. Habe ich das hier echt gekauft? Doch. Das ist blau, das muss ich gekauft haben. Okay. Dann, lieber Junge, fährst du mal bitte einmal Ziel setzen. Fährst du mir jetzt mal einmal bitte hier hin. Ja, stimmt, jetzt ist die Zahlen blau, ja, stimmt. Und dann gucken wir uns mal an, wie es dann mit dem Raps aussieht. Also wie die Qualität ist, ob wir da noch düngen müssen oder sonst irgendwas. Wäre ja nur das kleinste Übel. Das geht. Das ist das beste Feld von allen im Endeffekt, was ohne Vorgewinde funktioniert und wo man einfach arbeiten kann. Ne? Stell dir mal vor, er müsste das hier mit so einer Minimaschine machen, ne? Ach, das ist halt. Jetzt, ich weiß auch gar nicht, warum ich hier 20.000 Mal quer fahre. Das habe ich jetzt auch noch nicht begriffen. Habe ich wieder vergessen. Ne? Habe ich wieder verdrängt.
Also aber zum Schluss gemacht hat. Weil eigentlich ist das hier ja das hier ist das Feld mit den Problemen immer. Und wo es immer unten, da werden wir gleich mal kontrollieren, da werden wir gleich mal beibleiben, das, so lange könnt ihr denn jetzt noch da sein. Hier hält er nämlich unten immer an und meint dann einfach aufhören zu müssen und keiner weiß warum. Weil eigentlich hat er Platz genug da unten, müsste überhaupt nicht sich ärgern über irgendwas. Er macht es aber immer gerne. Und deswegen werden wir das jetzt gleich mal verifizieren. Da hat er auch gerne hier die Bahn rauf, macht er dann auch gerne Probleme und fängt dann einfach an der übernächsten Bahn nochmal an. Und auch da weiß keiner warum. Das ist einfach, manchmal ist komisch. Seht ihr? Keiner weiß, warum er jetzt abbremst. Ne? Es gibt überhaupt keinen Grund, da jetzt abzubremsen. Ne? Und hier fährt er jetzt auch nicht sauber rauf. Ne? Jetzt fährt er sinnlos durch die Gegend. Ne? Etwas, was bei diesem Feld echt wirklich keiner kapiert. So. Mal sehen, ob es jetzt geht, wenn ich jetzt mit ein bisschen mehr Versatz mache, weil wie gesagt, manchmal hält er dann einfach mittendrin an, dreht wieder um, fährt runter und macht von unten dann aber neu eine volle Bahn nach oben. Und keiner weiß warum. Wo ich letzte Nacht 6,5 Stunden sogar geschlafen habe. Da war ich selbst von mir beeindruckt. Also, da habe ich mich selbst mal beeindruckt, weil das ist über 6 Stunden am Stück habe ich lange nicht mehr geschlafen. Momentan ist einfach zu viel in meinem Kopf los, als dass ich da irgendwie so easy mit allem umgehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht schön gerade. Ah, du bist fertig. Okay. Dann kannst du jetzt eben das kleine Stück hier vorne machen. Setze ich dich mal bei einer anderen Seite. Ah, müssen wir wieder aufpassen. Nee, dürfen wir nicht. Weil sonst geht er wieder ins Feld hier nebenan. Das macht er ja auch mit Vorliebe. Nee. Hier ist nicht. Nee, warum habe ich den hier aber mit so viel? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Das ist aber schön. Das läuft bei uns, würde ich sagen. Ja, hier wird halt, wie gesagt, das wird noch 3 Tage und 3 Nächte dauern. Und da können wir uns überlegen. Ach nee, geht ja auch nicht. Das andere ist ja nur eine Saatmaschine. Können wir nicht. Können wir uns nicht überlegen. So, jetzt können wir mal kurz hier gucken. Rapsi. 100% gedüngt und sonst auch keine Probleme. Sehr schön. Dann haben wir definitiv die richtige Wahl getroffen. Ist halt auch blöd zu mähen, aber also zu ernten, aber wegen der Kante drin, aber das geht schon. Ich meine, das ist immerhin im Quadrat. Ne? So, und von euch verabschiede ich mich jetzt wieder, bevor es wieder heißt, du machst immer so viel drüber. Nein, nur 35 Minuten, 35 Minuten. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage Tschüss.